Ja, ist natürlich schon überragend, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt, wo man jetzt gelandet ist. Ja, ich habe einfach versucht, das Ganze zu genießen, so sehr wie es geht. Einfach ein überragendes Gefühl, alles sehr, sehr beeindruckend. Ja, dann spielen wir noch gegen solche Spieler. Ja, Wahnsinn, unglaublich eigentlich, kann ich fast nicht beschreiben. Ja, und am Ende ist es so ein Ping-Pong-Tor. Ja, extrem bitter, dass wir dann so das Spiel verlieren. Wie viele Unioner man gesehen hat, wie oft man das Eiserne Union gehört hat, ist einfach brutal, es ist einfach geil. Das zeichnet den Verein ja auch aus, unsere Fans. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Leo hat, glaube ich, heute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Das erste Spiel für uns hat sehr, sehr hohe Ruhe, wie sagt man, gewisse Ruhe ausgestrahlt. Das hat uns auch gut getan. Ja. Überragender Spieler. Ich glaube, deswegen hat man ihn auch geholt, weil er diese Qualität hat. Ja, eine geile Leistung für die ganze Mannschaft, wie wir gekämpft, verteidigt, unser Tor. Haben nicht so viele Chancen kreieren, aber am Ende so erste Mal in die Geschichte von diesem Verein Champions League zu spielen, in Bernabeu. Und dann, ja, dann ist natürlich, dann ist jetzt bitter. Ich glaube, in ein, zwei Tagen können wir, wie sagt man, zurückschauen auf diese Leistung, mit wo wir stolz sein, aber jetzt ist ja ein bisschen traurig. Eine große, sagt man, Moment für ich kann für mich reden, aber ich glaube für die ganze Mannschaft, für die Fans, für die Vereine hier zu spielen, erste Champions League Spiel ist ja, ist Wahnsinn.